Hallo meine Freunde und herzlich willkommen in diesem Video. Heute geht es um das Einsetzungsverfahren, also bleibt mit. So, wir starten direkt rein. Im Einsetzungsverfahren ist eigentlich das einfachste Verfahren. Ich habe zwei Gleichungen, die in Römisch aufgeschrieben werden, Römisch 1, Römisch 2. In Gleichung 1 steht beispielsweise, dass x plus y gleich 50. In Gleichung 2 machen wir y ist gleich 2x minus 10. So, ich sehe hier jetzt, dass in Gleichung 2 und in Gleichung 1 habe ich y. Und in Gleichung 2 weiß ich, was y ist. Y ist 2x minus 10. Das heißt, es ist egal, ob ich y oder 2x minus 10 schreibe. Also nehme ich den Wert hier, der für y steht, und setze das für y in dieser Gleichung ein. Dann habe ich eine normale Gleichung mit einer Variable. Dann habe ich x plus 2x minus 10. Machen wir es einfach mal. Also x plus 2x minus 10 gleich 50. Zack, haben wir eine ganz einfache und normale Gleichung, die wir ganz schnell lösen können. Also wir fassen kurz zusammen, haben wir 3x minus 10 ist gleich 50, dann haben wir plus 10, dann haben wir 3x ist gleich 60, das teilen wir durch 3 und dann haben wir x ist gleich 20. Und jetzt wissen wir, was x ist und setzen das in dieser Gleichung ein. Dann haben wir y ist gleich 2x, also 2 mal 20 sind 40, minus 10 sind 30. Y ist 30. Und wie kann ich das Ganze überprüfen, ob das stimmt oder nicht? Ich setze die beiden Werte in der ersten Gleichung ein. Also ich weiß ja, x ist gleich 20, also rechne ich 20. Hier nochmal kurz Probe. 20 plus, wie viel ist y? 30. Gleich 50. Und die Probe stimmt, meine Freunde. Jetzt mache ich nochmal für euch eine kleine Textaufgabe, damit ihr guckt, ob ihr alles verstanden habt. So, meine Freunde, hier ist die Textaufgabe. Karl und Maria sind zusammen 45 Jahre alt. Karl ist zweimal so alt wie Maria, plus 15 Jahre. Wie alt sind die beiden? Ich gucke jetzt einfach mal kurz in der Gleichung. Machen wir einfach mal erstmal als Verständnis K für Karl. Und wir machen einfach mal klein m für Maria. Also da steht Karl, also K und Maria und m. Also und ist gleich plus m. Sind ist immer Gleichheitszeichen. Wie alt? 45. Das ist Gleichung Nummer 1, haben wir. Jetzt steht da Karl, und zwar K ist gleich zweimal so alt wie Maria, also 2 mal M plus 15. Und hier müsst ihr aufpassen, viele machen den Fehler, dass sie es andersrum machen. Dann schreiben sie, Maria ist zweimal so alt wie Karl in der Gleichung. Aber das ist ein Fehler, es muss ja eine wahre Aussage sein. Wie viel Maria passt in Karl rein, so ungefähr. Und dann haben wir jetzt nochmal, wie alt sind die beiden. Also schreiben wir uns die beiden Gleichungen auf. Gleichung 1 und Gleichung 2. In Gleichung 1 wissen wir, K plus M gleich 45 und Gleichung 2, K ist gleich 2M plus 15. Und jetzt haben wir einfach das ganz einfach das Einsetzungsverfahren. Ich kann den Wert für K, also 2M plus 15, einfach hier für K einsetzen in der ersten Gleichung und dann habe ich die Sache. Machen wir einfach mal kurz, dann haben wir 2M plus 15 statt K. Plus m gleich 45. Jetzt, meine Freunde, fassen wir kurz zusammen. 2m plus m sind 3m. Plus 15 gleich 45. Jetzt machen wir minus 15. Dann haben wir 3m ist gleich 45 minus 15 sind 30. Und dann teilen wir einfach durch 3. Dann haben wir m ist gleich 10. Wir wissen schon mal, dass Maria 10 Jahre alt ist. Das können wir in Antwortsatz aufschreiben. Und jetzt gucken wir
setzen wir den Wert, der für Maria steht, einfach in dieser Gleichung ein. Dann haben wir natürlich k ist gleich 2m, also 2 mal 10, also sind 20, plus 15. Und somit ist k gleich 35. Jetzt machen wir noch mal ganz kurz die Probe. Ich habe jetzt nicht mehr so viel Platz, das schreibe ich einmal hier. Dann haben wir k, also 35. Erstmal Probe. Dann haben wir 35, weil das ja Karl ist 35, plus Maria plus 10, gleich 45. Und somit stimmt die Gleichung, meine Freunde. So geht ihr in Textaufgaben um und so löst ihr es mit den Einsetzungsverfahren. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt mir es in die Kommentare oder auf Insta. Wir sehen uns im nächsten Video. Auf Wiedersehen.